Hallo und willkommen zu unserem neuesten Strömquickie. Ich mache weiter mit den Fingern. Beim letzten Mal ging es um den Daumen, darum, dass er uns eben in tiefe Sicherheit bringen kann. Und heute kommt der Zeigefinger, dem ja so landläufig die Angst, die Furcht zugeordnet ist. Und ihr seht, an dieser Stelle trickse ich jetzt einfach ein bisschen. Ich nehme jetzt wirklich die Furcht. Das F-Wort, weil mir da mehr zu einfällt. Der Zeigefinger ist der Niere und Blase zugeordnet. Also, es muss fließen, das Leben muss fließen. Es darf keine Stagnation auftreten. F wie Freiheit. Wenn ich keine Ängste habe, dann bin ich frei. Dann kann ich frei meine Entscheidungen treffen. Dazu wird es noch ein eigenständiges Video geben. Gerade hatte ich noch was. Ja. F auch wie die Freude, denn wenn ich Angst habe, dann geht mir die Freude flöten. Auch hier bitte ich euch wieder, wenn euch irgendwelche coolen Wörter einfallen, mit Hilfe derer wir einen positiven Fokus auf den Zeigefinger richten können, einen positiven Fokus eben zum Harmonisieren von Niere und Blase, dann schreibt das doch einfach unten in die Kommentare. Ich hatte gerade noch ein, zwei Ideen, aber das ist jetzt gerade mal weg. Weggeflossen. Okay, also wir strömen zusammen, 9 bewusste Atemzüge, wir lächeln, wir lassen die Schultern fallen und wir entspannen auch unseren Kopf oder Nacken. Lassen ihn nach vorne oder nach hinten sinken, ganz so, wie es sich für euch gut anfühlt. Und halten eben dabei den Zeigefinger. Meine Furchtlosigkeit erlaubt mir, mein volles Potenzial zu entfalten. Jeder Tag bringt mir neue Möglichkeiten zur Freiheit und Selbstentfaltung. Ich lasse das Leben in all seinen Facetten durch mich fließen. Ich wähle Freude als meine grundlegende Ausrichtung im Leben. Meine Furchtlosigkeit erlaubt mir, mein volles Potenzial zu entfalten. So, jetzt war ich so sehr mit meinen F-Wörtern beschäftigt, dass ich, glaube ich jedenfalls, 10 Atemzüge statt 9 gemacht habe. Macht nichts. Die Harmonie findet immer ihren Weg, aber mir ist eben beim Denken noch etwas eingefallen, die Furchtlosigkeit. Ja. In diesem Sinne, als nächstes kommt der Mittelfinger. Schauen wir mal, was mir da für Wörter in den Sinn kommen. Bis dahin, alles Liebe und vergesst nicht, die fehlenden 27 Atemzüge heute noch zu machen. Bis dahin.